Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Boomi, ja und damit herzlich willkommen zurück zu Splatoon 3. Ja, wir nähern uns so langsam dem Ende der Story. Wie man sehen kann, habe ich nach der letzten Folge eben kurz alle Waffen nachgeholt. Wir haben nur noch 3 Missionen vor uns und eventuell eine Geheimmission bzw. einen Geheimsektor. Was ich eher glaube, weil noch nicht alle Anchoviums gefunden sind. Okay, Airbrush. Das wird interessant. Einfach innerhalb des Zeitlimits Ziel erreichen. Wozu brauche ich dann die Airbrush? So, einfach nur Strike durch, oder dann nicht. Ist ja mega easy. Ah, ich krieg noch mal Zeit dazu, okay. Na gut, wenn es in 25 Sekunden vorbei wäre, wäre ja auch ein bisschen mega einfach. Das war geschenkt. Geld. Auch wenn ich eh schon voll bin. Okay, das war cool. Die Raketen stören tatsächlich überhaupt nicht. Der Scharfschütze schon eher. Easy. Okay, 2 Level haben wir noch. Dann sind wir hier durch. Zuerst das hier mit dem Stempel. Darf ich das jetzt richtig verstehen? Okay, ich verstehe das richtig. Ich wollte mich erstmal fragen, hier muss ich jetzt wirklich bei der einen komplett ohne den Stempel auskommen und anscheinend ja. Also hier kriege ich offenbar Powerkonserven und hier habe ich ihn durchgehend. Deswegen ist das wahrscheinlich auch einfacher. Wir machen aber trotzdem hier mal ohne. Das andere kriege ich ja easy dann ganz schnell in danach hin. Bitte alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. 40 Gegner innerhalb einer Minute. Hier sind aber noch gar keine Gegner. Was mir am Stempel manchmal nicht gefällt, dass der manchmal nicht reagiert gefühlt. Okay, wo sind jetzt die Gegner? Okay, der Countdown beginnt da unten und da sind die Gegner. Aber auch wirklich nur, sobald ich da dran stehe. Kann ich die überhaupt mit dem Stempel zerdeppern? Ja, kann ich. Okay, einfach den Gegnern folgen. Ist ja hardcore. Das hab ich doch schon nicht mehr, oder? Weil ich einmal verfehlt habe. Okay, wo kommen die nächsten? Ah, da hinten. Okay.
Okay. Einfach draufhauen. Schaffe ich doch nie im Leben. Wir sehen uns, wenn ich das geschafft habe. Hab's geschafft. Ich habe einfach am Ende den Hammer nach oben geworfen und irgendwie habe ich die Kugel getroffen. Ich hatte pausiert, deswegen habt ihr es nicht gesehen. Ich habe es irgendwie hinbekommen. Okay, ich mache das jetzt eben kurz einmal mit dem Stempel in den Unendlichkeitsmodus. Ja, hier, jetzt habe ich es nochmal im Unendlichkeitsmodus. Da ging es wesentlich einfacher. Da kam die Kugel her. Da habe ich dann einfach den Hammer hochgeworfen und getroffen. Damit ihr es nochmal gesehen habt. Okay, Leute. Damit fehlt jetzt nur noch der Boss. Dann sind wir durch. Ich gehe mal vom Geheimgebiet aus, dass das da hinten, dass das dann wird. Ich verschwinde mal ganz kurz aus dem Bild, weil jetzt wahrscheinlich wieder eine Sequenz kommt. Mantaro ist als einziger noch übrig von denen, ne? Jo. Bin gespannt, wie du kämpfst. Okay. Elegant. Eventuell. Oh, der teilt sich auf. Aber es ist leicht verständlich, wie man ihn bekämpfen muss. Mantaro ist ja easy. Da waren die anderen beiden schwerer. Macht auch immer so ein Anzeichen, welcher von denen der ist, offenbar. Der müsste es sein. Okay, doch nicht. Ah, hab ich dich. Okay. Wird schwerer, ihn zu finden. Mit jeder Welle. Die haben ja alle irgendwie so drei Wellen. Okay. Wie gesagt, bisher war es nicht besonders stark. Ein bisschen Tinte wieder neu. Stimmt ja, ich kann die ja lokalisieren, ne? Easy. Das war jetzt aber nicht der ganze Bosskampf, oder? Doch. Ciao, Mantaro. Das war mega einfach. Also wirklich, wenn ich mit allen Bossen vergleiche, der war bisher der einfachste. Ah, ich habe gerade nochmal 3 Anchovium bekommen.
Okay, wir haben alle drei Sachen gesammelt. Ja, wir hören dich, Kuddelfisch. Okay. Herr Bär? Die Bär GmbH? Was hat er mit Kuddelfisch gemacht? Ja, damit lässt sich bestimmt was machen. Aber erstmal geben wir uns das letzte Upgrade. Wir sind jetzt voll geboostet und wir gönnen uns die letzten Alterna-Logs. Wie Tinte auf einem weißen Blatt. So traten die dem Meer entsprungenen Abenteurer aus den Tunneln hervor, die sie von Alterna an die Oberfläche geführt hatten. Und dieser Erfolg sollte nicht ihr einziger bleiben. Ihre Art gedieh rasch in ihrer neuen Heimat. Und bald schon hatten sie die Welt bis auf den letzten Winkel erkundet. Der Krater über Alterna, der Wiege ihrer Bestrebungen, war mittlerweile zum andächtig verehrten Denkmal geworden. Auch der Distrikt Splatville, der ihn säumte, war ein zentraler Punkt dieser neuen Kultur. Die Legion erhielt den Beinamen Tintenfass der Welt, den alle Wesen kannten, die nun auf der Oberfläche lebten. Und mit dem neuen Leben auf der Erde entstanden bald schon neue Kulturen voller revolutionärer Ideen. Am meisten taten sich die Tintenfische und Oktopusse hervor, die von den neuen Spezies auf die Oberfläche die höchste Intelligenz zeigten. Klug, clever, visionär und natürlich spritzig. Ja, mit klug und clever gehe ich nicht konform, bei dem, was ich online sehe, aber red weiter, Spiel. So überrascht es nicht, dass bald schon jene beiden Arten die dominanten Spezies des Planeten wurden. So, Verzeihung, doch es folgt ein kleiner Zeitsprung, und zwar 5000 Jahre in die Zukunft. Zu jener Zeit wurde ein ganz besonderes Individuum geboren, ein Tintenfisch, der im Distrikt Splatville rasch zu einer Berühmtheit wurde. Dieses Wesen war etwas ganz Besonderes. Begabt mit prophetischer Voraussicht, erleuchtet jenes Individuum die anderen Tintenfische mit ungeahnten, grenzenlosem Wissen. Das Tintenfischleben sollte nie wieder so sein, wie es einmal war. Die Worte jenes Individuums brachten für die Entstehung der heutigen Kopffüßlerkultur den Stein ins Rollen. Heute ist das Individuum als Urexemplar des modernen Inklings bekannt. Okay. Das ist sehr interessant. Na gut, Leute. Die Folge ist hier jetzt schon ein bisschen länger. Ich würde sagen, wir machen den letzten Teil, der jetzt hier offenbar auf uns zukommt, beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.